Der Reaktor sieht echt scheiße aus. Na? Wenn er hochgeht, zündet er auch die Bombe. Was kümmert dich das, Sushi-Arsch? Du bist dann bereits tot. Schade. Hey, mach langsam, Partner. Ich mag meinen Mutanten. Die Peitsche kannst du einsetzen. Ich habe die genommen. Ich dachte, wenn sie gegen den Reaktor fliegen, kriegen sie auch ein bisschen was. Aber... Oh, Ishi, hast du es nicht... Achso, ich muss das hier alleine jetzt machen. Nett. Auch kein Problem. Kriege ich schon hin. Ganz so gesplotsche hier. Muss so jemand wieder sauber machen. Ich hab doch den Reaktor gefickt. Mann. Komm, komm, komm. Boah. Geht hier auch wieder auf und es kommen Leute raus. Sieht nicht so aus. Und wo? Verdammt, soll ich jetzt hin? Lauf mal dahin, Ishi. Geil, ich brauch deren Hilfe. Wärt ihr mal früher mitgekommen, anstatt nur dumm rumzustehen? Ganz ehrlich. Wenn der Reaktor hochgeht, dann ist es eure Schuld. So, komm, das schafft ihr noch, das schafft ihr noch. Ishi! Wenn der Reaktor jetzt hochgeht, bist du schuld, Ishi. Mann. Wo ist der General hin? Lol. Man hätte hier auch durchspringen können. Ich hab nur Spaß gemacht. Witzig, oder? Ja. Verdammt witzig. So. Ja, dann haben wir das ja auch fast geschafft. Es wird verdammt eng. Ich glaube, es wird zu. Ich habe den letzten gekillt und ich kill auch den hier. Nice, geht doch. Oder? Okay. Das war fällig. Denn so muss man das lösen. Grillfleisch. Jawohl. Mann, Ishi, du stehst im Weg. Ich muss die Leute in die Hochspannung treten. General? Alter, General! Ich will die Leute in die Hochspannung kicken. Okay, du gehst weg. Du, ups, das explodiert. Oh, du auch. Schade. Der Triebwerksraum ist direkt davor. Gott sei Dank. Ich bin es nicht gewohnt, dass eine Mission erfolgreich endet. Liegt daran, mit wem du gearbeitet hast. Genau. Oha. Das hey, sieht wo willst du hin? Radioaktiv entschärf aus. Das Scheißteil. Es ist gesichert, du Idiot. Dafür sind zwei Leute nötig. Ich muss den Schlüssel in exakt demselben Moment umdrehen, in dem du den Deaktivierungscode eingibst. Sonst geht die Bombe hoch. Geh darüber. Ich mach den Code bereit. Beeilung! Worüber? Hallo? Geil. Nein! Eine falsche Bewegung und sie geht hoch! Los! Ideenhebel, um Zugriff auf die Konsole zu erhalten. Gib folgenden Code ein. D, U, B, L, Ö, D, M, A, N. Drück jetzt den gelben Knopf, um den Code zu bestätigen.
Das hat ja nochmal Punkte gebracht. Ihr Penner habt wieder mal Scheiße gebaut! Ihr habt gerade die DNA-Bombe scharf gemacht! Oh, miese Ratte! Geil! Ja, ich muss einen Flug kriegen! Mit einer schönen Flasche Scotch und vielleicht an das Tür, das die Galle bläst! Viel Glück, ihr Penner! Such uns einen Weg hier raus! Geht nicht! Die verstärkten Wände sind zu dick, um die Umgebung zu scannen! Ishi? Lol. Ich hab's! Los, komm! Wo wollen wir hin, Gray? Das ist doch sinnlos! Reiß dich zusammen, Ishi. Wir haben noch eine Chance. Wir müssen zu Serranos Rettungsschiff, dann legen wir das Stück Scheiße um und fliegen nach Hause. Wollt ihr mich verarschen? Das kann doch wohl nur irgendein abgefuckter Witz sein! Das ist kein Witz, Gray. Es ist einfach das Ende des Weges. Der unausweichliche Abschluss. Scheiß drauf! Hier, sieh mal, was ich gefunden habe. Ein 200-Meter-Sturz? Hier! Ja! Siehst du, eine Tür schließt sich, eine andere öffnet sich. Was habe ich dir gesagt? Vielleicht hast du ja recht. Hört sich ja fast biblisch an. Vielleicht gibt es immer einen Ausweg. Genau, immer. Jetzt legen wir den Wichser um und verschwinden von hier. Geil. Oh, diese verfluchte, abgewichste Scheiße. Wir sind wieder genau da, wo wir angefangen haben. Geil. Letztes Mal hat der Raum aber nicht gebrannt. Okay. Es muss einen aus. Vielleicht ist das hier aber auch einfach das Ende. Ich möchte lieber in Frieden sterben, als wie wahnsinnig das Schicksal herauszufordern. Ich bin an all dem hier schuld. Wenn ich sterbe, ohne es in Ordnung gebracht zu haben, dann erwartet mich bestimmt kein Friede. Tö. Hör mal. Wir haben Gesellschaft. Nanu? Riska! Deus Ex Machina, wie zum Teufel! Wofür hältst du mich, eine verweichlichte Tussi? Ich bin eine verdammte Final Echo-Kommandantin. Hab mich an einem Stromkabel festgehalten. Macht schon, hier stürzt alles ein. Gehen wir. Ja, okay. Wow, es gibt doch noch einen 7. Akt. Naja, warum nicht? Das Ding haut ohne uns ab. Egal, ich werde jetzt trotzdem jetzt finishen, weil, ja. Sorry, dass ich eure Asche nicht schneller hier rausgeholt habe. Hoffe, das muss einfach sein. Meine Hose ist trocken, aber mein Arsch juckt vor Freude. Du hast ziemlich verängstigt ausgesehen. Selbst ein Mann hat manchmal Angst und ich bin nicht so stolz, das auch zuzugeben. Habe den Funk abgehört. Wie sie alle hintereinander schön so... Perfekt, gehen wir. Oh, cool. Ich fühle mich echt mordlustig. Verschwendet keine Zeit. Das Gebäude wirkt unwohnlich. Der Bodenhof, folgt mir! Mann! Ich weiß nicht, ob es was bringt, Trishka. Aber es tut mir leid. Hätte ich gewusst, was Serrano vorhat. Es geht mir gut. Wirklich. Danke. Geil, weil ich das nicht hätte aufmachen können. Hätte ich es mir schlimmer vorgestellt. Ja. Wie weit ist der Raumhafen entfernt? Nicht weit, aber sie werden auf ihn warten, also... Schon kapiert, beeilen wir uns! Ja, wir haben noch ein bisschen Kohle gemacht. Oh, es wird verdammt eng. Oh, 3000! Das ist ein bisschen brutal. So, jetzt haben wir den Penetrator auch in unserer Skillshot-Datenbank. Der Penetrator ist schon eine schöne Waffe, aber sollte man auch gegen mehrere einsetzen. Das Urlaubsresort mit einem damit es auch schön Punkte bringt. Straftäter aufzubauen, war wohl doch eine scheiß Idee. Ich schätze, die Trottel, die es gebaut haben, haben ständig mit dem Begriff Narrensicher um sich geworfen. Wow. Krass. Wo ist jetzt hier die Tür? Da. Was ist denn mit den Pennern schon wieder los? Haben gemerkt, dass das Rettungsschiff in einer tieferen Umlaufbahn ist. Sie wollen das Erste da sein. Prima. Ich habe nichts dagegen, dass sie abgelenkt sind. Geil.
Genau das meine ich. Man sollte schon mehr als eine Person damit erwischen. Denn sonst bringt es absolut gar nichts. Wie ich hier gerade sehr gut demonstriere. Geil, nicht mal den treffe ich. Entdeckung gehen. Was liegt denn da? Sieht nicht so gesund aus. Krieg ihn doch einfach in die Kakteen. Wo ist denn das Problem? Von hinten! Ach, jetzt. Lol, seit wann kann ich den so weit kicken? Das ist doch schon wieder lächerlich. Will wer was? Ja, geh weiter. Ja, ganz gut. Langsam, kleiner Hitzkopf. Wenn diese Irren hier alles zerfetzen wollen, lassen wir sie doch einfach. Was? Nun einfach? Kriegen wir schnell hin, kriegen wir schnell hin. Weiter kriegen wir hin. Warte, ich höre einen Newspot. Den werde ich zuerst vernichten, bevor ich hier die Kapsel benutze. Peitsche! So. Oha. Wow. Achso. Ein Schuss 120. Bitte? Ja, Leute, hier geht's weiter. Elektrofliegen. Ist ja auch Gegner. Verdammt, ein Hinterhalt! Was? Nice. Alter. Tja, dann würde ich sagen, alle Skillshots auf Seite 1 von allgemein auch gemeistert. So muss das verdammt nochmal laufen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich nochmal irgendwie an die Oberfläche komme. Aber naja, Alter. Komm her. Doch, komm. Das ist doch lächerlich. Schlimm. Boah, Rockel. Ja! Cannonball schmeißt dieser Fettsack auf 12 Uhr! Au. Geil. Ja, aber damit seine Shotgun immer so viel Schaden macht. Nice. Ja, das musste jetzt sein. Au. Au. Mann. Das nervt.